So, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Drakensang Online. Und ja, schön, mein Handy ist voll aufgeladen. Cool. Ja. Und zwar, ihr seht, ich habe ein bisschen das Event gespielt, habe das Set komplett. Und ja, das Jarek-Set habe ich auch komplett. Davon habe ich sogar ein Bild ins Forum gepostet. Und es ist ein bisschen voll und deswegen will ich jetzt die ganzen Uniques, die ich jetzt hier habe, die ich eh nicht anziehen werde, weil ich einfach ja, die Handschuhe hab und ich würde sonst einen Speedbreak verlieren und ich stehe auf Attack Speed und das ist geil. Und ja, dann werde ich jetzt die ganzen Uniques einschmelzen und ein bisschen mein Inventar aufräumen, weil beim Farmen merkt man da schon ein bisschen, dass da, wenn ich jetzt nur eine freie Seite habe, dann ja, ist ein bisschen viel. Und ja, dann ich habe nicht mal Bock drauf, das zu machen, aber gut. Genau, dann haben wir hier die Amons Flügel und einmal hier Amons vergessene Flügel und die vergessenen Flügel brauche ich nicht, weil ich das jetzt sowieso nicht anziehen werde und auch nicht bekommen werde. Das werde ich mir vorerst mal behalten, dann den Ring, den ich dann mit diesem Ring austausche, wenn ich mit Köcher spiele, dann die Kalis-Maske, die braucht kein Mensch und ja, ich habe keinen Bock, das einzuschmelzen. Episch. Ich komme sogar fast noch auf die 1 Million Glyphen. So, das ist dieser zweite Helm vom Dragon-Event. Ich weiß nicht, wieso ich den Moment habe. Ich denke, diesen Helm werde ich auch nicht anziehen. Und die Set-Boni habe ich ja eigentlich schon. Obwohl, ich glaube, ich behalte mir den einfach so just for lols. Und ja, dann habe ich halt hier nochmal das Jarek-Set. Einmal jetzt komplett. Und einmal nur zwei Teile. Und diese zwei Teile werde ich auch einschmelzen. Oh, episch. So. Und jetzt habe ich wieder ein bisschen Platz hier. Oh, das fühlt sich, sieht einfach so krass leer aus. So. Irgendwas wir noch in meinem Bankfach wegschmeißen können. Auf der ersten Seite, was haben wir da irgendwie was Besonderes? Brauche ich eigentlich alles noch? Hier auf der zweiten Seite weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wieso ich die hier dreimal drin habe. Ich glaube, die werde ich auch einschmelzen. Ja, die Kerne werde ich vorerst mal behalten und diesen Trank. Brauche ich den? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich schmeiß den weg, weil ich den eh nicht brauche. So, dieses Kostüm hier. Ich weiß nicht, sieht eigentlich ganz geil aus, oder? Ja. Und ja, dreimal diese Natternmaske. Werde ich jetzt auch einschmelzen, ne? Und ich bin jetzt schon über 1 Million Glyphen. Und das ist cool. So, und eingeschmolzen. Nice. Ich weiß nicht, bei diesem Jarek-Set würde ich halt die 15,7% Attack Speed verlieren. Damit falle ich einen Speedbreak runter. Und verliere auch durch den Gürtel nochmal 80 Schaden. Ich kann das hier mal anprobieren. Wäre ich halt immer noch bei über 1000 Damage mit Grün. Aber, ja. Bisschen mehr Leben, bisschen mehr Rüstung, wären noch wegen den ganzen Steinen, die jetzt noch hier drin sind, will ich jetzt nicht alle umsockeln. Und so sieht es dann aus, wenn ich mit dem Köcher spiele. Jo. Und ja. Ich habe jetzt die letzten paar Tage nicht mehr so viele Videos hochgeladen. Es liegt daran, dass ich noch ein Projekt für die Schule gemacht habe. Da musste ich Videos schneiden, bearbeiten und so. Und hatte auch keine Zeit. Aber jetzt geht's wieder los. Und vom Testserver müssten demnächst auch ein paar Videos kommen, wenn da das neue Skillungssystem drauf ist. Im Moment ist da jetzt nur das nächste Event drauf. Ja. Und das war's eigentlich, ne? Eigentlich schon. Und ich glaube, ich weiß, was ich mache. Ich gehe zum Gaukler und setze einmal 200 an der Wand.
Ja, genau. Und ich werde jetzt die 200 an der Mand auf den Hammer setzen. Nice. 50 an der Mand Gewinn gemacht. Gut. Damit bedanke ich mich fürs Zuschauen und ja. Ciao. Ha 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 ha!